Tachchen, ihr Lieben. Ich lache gerade, weil ich eben Tachchen gesagt habe, aber die Kamera, die war ja doch aus. Ihr Lieben, herzlich willkommen, herzlich willkommen. So, alle, die Ohrhörer drin hatten, haben jetzt einen Hörsturz. Jetzt habt ihr ein neues Problem. Es geht aber hier gar nicht um Probleme, sondern um Probleme lösen, Heilung fortsetzen, Blockaden erkennen, ja, und so ein Mindset aufbauen in den Tagesbotschaften, das sind mir sowieso wirklich fast die liebsten, weil es da um euch selbst geht. Und wenn jeder mit sich rein ist, dann kommt man auch sehr oft mit anderen Menschen gut klar. Hier ist sie. Seid schön lieb zu mir. Ja, ich musste sie wirklich aus der Wattewand rausnehmen, weil das ist ja nicht, das ist ja nicht komplett alles fest angeklebt, sondern das macht dann hier so eine Biege und das war ein bisschen schwer. Ihr Lieben, am 27. wundert euch nicht, bin ich eine Kooperation eingegangen. Herzlich gerne, ich wurde angefragt. Da wird ein Short rauskommen für nachhaltige Produkte. Deo, die Firma wird man dann sehen. Ich glaube, ich darf noch nicht im Vorfeld darüber quatschen, aber wundert euch nicht, dass es da nicht um Karten geht. Ich mache Kooperationen, ja, wenn ich überzeugt bin und die für gut empfinde oder auch da einen Zweck drin sehe, sehr gerne, auch auf meinem anderen Kanal. Manchmal wurde gefragt, welchen Kanal hat sie noch? Das erwähne ich ziemlich oft, wenn man wahrscheinlich nicht vorspulen würde. Mein Lifestyle-Kanal heißt Miranda Karat, ganz normal. Und der Kartenkanal hier, Miranda Karat gefragt. Und ja, wenn ihr das dann seht am 27. wundert euch nicht, sind 60 Sekunden. Und ja, ich habe es gerne gemacht, weil ich diese Produkte mittlerweile auch lieben gelernt habe. So, ihr Lieben, der ein oder andere wird sie vielleicht sogar kennen, weil die auch... Nee, die sind unbedingt nicht öffentlich. Online ist egal. Wir hören jetzt auf. Ihr Lieben, wir gehen für euch jetzt rein. Es geht um euch. Es geht heute um... Ach, ich nehme die hier wieder. Wir gucken mal, wo uns was hier hinführt. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt bitte nur dran, wenn ihr hier resoniert. Resoniert, fängt ja schon wieder gut an. Wenn ihr hier was empfangt. Du solltest dich, wenn du das Video siehst, wenn es auf dich zukommt, mit folgendem Thema beschäftigen. Wo ist denn die Karte? Oh, naja, was auch sonst. Das Herz heilen. Es geht um die Herzheilung. Wir gehen rein, damit ihr noch tiefer hier in Resonanz gehen könnt. Ihr seid immer noch auf der Suche. Das ist auch die Ursache gleichzeitig für mich zu verstehen. Das Herz kann vielleicht nicht so schnell heilen, wie du es gerne hättest, weil du immer noch auf der Suche bist nach diesem, wie kann ich es denn heilen? Entweder sind Personen von dir gegangen, irgendwas hat nicht geklappt, du bist unglücklich in einer Beziehung, wurdest enttäuscht, ja, weil die Erwartungen nicht eingetroffen sind. All das, du bist auf der Suche nach deiner Herzheilung. Wir werden mal reingehen. Begleitung. Wenn du an Engel glaubst, dann ist das für dich jetzt hier eine Engelkarte. Und du hast hier eine Seelenaufgabe. Also, für den jetzigen Moment ist das hier deine Seelenaufgabe. Es könnten auch Traumata dahinter stecken, ja, die vielleicht sehr lange in dir sitzen und immer wieder mal hochkommen und du denkst dir so, wo kommt das denn her? Ja, ich hatte das Gefühl, es ist alles schön, aber irgendwie fühlt sich die Zeit sehr drückend an. Wir gehen mal rein, Engel der Seelenaufgabe. Ansonsten, wenn ihr das nicht hören wollt, spult einfach ein bisschen vor, dann fängt das Tarot an. Wir haben hier 63. So, welche Begabung hast du mit in diese Welt gebracht? Erkennst du, welche Talente in dir schlummern? Oder fehlt dir der Mut, deine Gaben zu zeigen? Jeder Mensch hat Seelenaufgaben mit auf diese Erde gebracht, die er erfüllen möchte. Das können beispielsweise sein, glücklich sein, wahre Partnerschaft leben, Bücher schreiben, singen, tanzen und vieles mehr. Heute wirst du an deine Seelenaufgaben erinnert. Dein Engel sagt dir, ich bin da und unterstütze dich auf deinem Weg. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn du eins dieser Sachen für dich wieder empfindest oder hervorholst,
dass das auch die Suche beschreibt. Ja, das heißt, du bist hier irgendwo ein bisschen unterfordert in Sachen, die deine Hobbys betreffen oder in deiner Freizeit einfach generell. Ja, du wirst vielleicht Arbeit haben oder gerade für Menschen, die pensioniert sind oder Rentner, Rentnerin, ja, das kann ja alles so sein, dass so plötzlich dieser Krach einfach kommt und man sich aus Langeweile irgendwo falsch orientiert. Ja, das sehe ich ja sehr oft in den Kommentaren, dass viele sich falsch orientieren und ihren Halt in den vermeintlich bösen Menschen dann finden, wo ich erschreckenderweise manchmal auch sehe, dass teilweise sich welche gar nicht gesehen haben, ja, und wirklich nur schreiben über Entfernung oder man weiß auch gar nicht, wer sitzt dahinter, ja, die haben vielleicht Fotos bekommen, aber dadurch, dass man sich ja noch nie gesehen hat, wisst ihr ja auch oftmals, falls das für euch zutrifft, ey, lasst euch doch da nicht für Blöde verkaufen, ja, da kriegst du Alarmglocken. Es muss immer, zählt jetzt nicht, aber meine Meinung, lasst euch da bitte nicht irgendwie jahrelang auf irgendeine Spur hinziehen, wo ihr diesen Menschen noch nie getroffen habt und irgendwelche Fotos geschickt bekommt, ja? Also per Photoshop und Google Fotos ist heutzutage alles möglich. Ihr wisst gar nicht, wen habt ihr denn da vor? Und am besten noch natürlich, wenn ihr wahrscheinlich dann noch finanzielle Unterstützung geben sollt oder, ja? Weil das tendiert teilweise in den Kommentaren ab und zu, nicht oft bei mir auf dem Kanal, aber ab und zu wird das zugegeben und dann sage ich auch immer Achtung, ja, also man sollte sich schon gesehen haben, mit wem man da private Sachen austauscht. Stelle dir vor, dass du vor einer weißen Wendeltreppe stehst, rufe deinen Sonnenengel. Er wird dich auf deinem Weg zum Engel der Seelenaufgabe begleiten. Mit jeder Stufe, die du hinabsteigst, entspannst du dich mehr. Lasse dir Zeit. Dich erwartet am Ende der Treppe ein goldener Raum deines Herzens. Dort wartet der Engel der Seelenaufgabe auf dich. Setze dich auf den schönen Sessel mit hoher Lehne, der in diesem Raum steht. Spürst du die liebende, leuchtende Präsenz? Dein Engel der Seelenaufgabe steht ganz nah bei dir. Frage ihn nach deiner Seelenaufgabe. Er wird sie dir heute mitteilen. Wenn du sie erfahren hast, bedanke dich und kehre zurück zur Wendeltreppe. Du kannst jederzeit an diesen Ort zurückkommen, um mehr über deine Aufgabe zu erfahren. Gehe nun die Stufen der Treppe wieder hinauf ins Hier und Jetzt. So, und jetzt gehen wir rein mit dem Tarot. Seelenaufgabe, Herz heilen, Suche. Wir gucken mal. Damit müsstest du jetzt in Resonanz gehen, ansonsten macht es nicht wirklich viel Sinn, ja? Für mich wartest du zu viel auf Sachen, die du selbst nicht in die Hand nimmst, ja? Drei der Stäbe. Ich denke, du erwartest, dass irgendein Prozess eintrifft und müsstest vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Denn genau das lässt dich hier auch im Teufelskreis, wir haben hier eine Steinbock-Energie drin, sitzen. Oder beziehungsweise, wenn du etwas machst und deine Seelenaufgabe findest, um dein Herz zu heilen, wird auch das dich hier aus deinem Teufelskreis rausbringen. Ich habe vom Impuls ja auch das Gefühl, dass du hier schon viel zu lange drin sitzt, ja, in dieser vermeintlichen Energie oder negativen Energie. Auf jeden Fall ist es wirklich hier wichtig zu erkennen, ich muss jetzt raus und das geht oftmals wirklich nur mit radikalen Schritten. Ohne Wenn und Aber, weil das ist für dich die Heilung. Ja, viele haben dann Angst, oh Gott, was tue ich mir dann an oder was tue ich anderen an? In so einen Sachen, wenn ihr da wirklich sehr lange schon drin sitzt und verweilt und ihr merkt, da ändert sich einfach gar nichts, ja, das wird immer monotoner und schlimmer. Ihr müsst da Konsequenz, damit rettet ihr Herz, damit rettet ihr euer Herz. Ihr müsst komplett einmal rausspringen und für euch sagen, im Kopf rational verankern, so jetzt nicht mehr, ja. Wir haben hier, damit machst du dir nämlich auch deine Energie klar, ja, im Bewusstsein, ich habe doch alles, womit ich mein Leben ändern kann. Entschuldigung, und das stimmt, ja, da gibt es kein Wenn und Aber. Du hast eigentlich alles für dich, dass du dein Leben ändern kannst. Hier gibt es kein, mir fehlt aber das und das tut so weh. Und ja, es tut oftmals sehr weh, aber auch da sind Veränderungen nötig, ja. Meistens ist im Schmerz die Veränderung sichtbar, beziehungsweise versteht man das oftmals nicht so, aber wenn der Schmerz am größten ist, ist die Rettung eine Veränderung, ja, eine Komfortzone übertreten, radikal zu verlassen und das hat ja auch nichts zu tun, dass ich wieder so die radikale Rationale bin, sondern das ist einfach Fakt, ja, weil du brauchst deinen Kopf für Strategien, für Lösungen und dann kannst du wieder fühlen, ja, dann kannst du wieder dein Herz aufblühen lassen und heilen. Aber solange wie du dich hier in diesem Loch der Negativität befindest und alles für trist und öde,
fällt es einem schwer, sich selbst aus diesem Loch rauszuholen, ja, weil man hier auf etwas wartet oder auch sich denkt, naja, wird ja eh wieder. Es kommt immer so auf den Pessimismus an, wie weit ist der schon fortgeschritten bei dir und wann schlägt es wirklich um in diesen Optimismus, dass du dir hier immer wieder bewusst machst, es hat kein anderer die Formeln oder die Energien in der Hand außer du, ja. Nur du selbst, also du kannst das ändern hier oder auch in Bewegung bringen. Dafür brauchst du normalerweise niemanden, den du jetzt vielleicht gerade vermisst oder der dir Schmerzen zugefügt hat. Das ist eine ganz klare Sache, ja. Sehr hart gesprochen, aber anders geht's nicht. Das ist ja auch bei Sachen, die dir nicht so schwer fallen, ja. Du bestimmst deinen Tagesablauf, wo geht's heute hin? Okay, wir gehen irgendwie mal heute dahin und du gehst auch dahin, ja, das ist eine Entscheidung deines Kopfes. Erst wenn du an dem Ort bist, dann kannst du das fühlen und aufnehmen. Und bei dir kann es sein, dass es noch so ein bisschen umgedreht ist. Dein Herz soll bestimmen, wo geht es für dich lang, aber so funktioniert einfach der Hase nicht, ja. Deswegen befindest du dich hier vielleicht im Teufelskreis und der Teufel hilft aber auch, die Aufklärung zu finden, ja. Lass dich nicht von deinen Emotionen hier abhängig machen, sondern gehe da in die Unabhängigkeit mit deinem Kopf und sage dir, du bist hier eigentlich nirgendwo gebunden, ja. Das ist nur für dich, für die Herzheilung. Wir haben hier die Mäßigkeit. Die ist ganz wichtig. Herzlich willkommen für jeden Neuen. Ich bin gerne objektophil. Die Mäßigkeit ist einer der wichtigsten Karten für mich, um auch hier nicht so streng zu sein oder auch zu verstehen, du musst deinen Kopf wieder einsetzen. Ja? Hallo an Schaltzentrale. Wir haben hier König der Kelche. Hallo Schaltzentrale. Ja? Der König der Kelche ist eine Energie für dich. Du handelst mit dem Kopf, fühlst aber dennoch, ja. Aber das ist erstmal so zweitrangig. Du musst erstmal Entscheidungen treffen als König der Kelche, ohne Emotionen zu verlieren oder hart mit dir umzugehen. Aber das ist genau, was ich meine, ja. Du musst hier reinkommen in dieses, das mache ich jetzt für mich, das ziehe ich durch, das gehe ich an. Und dann darf ich fühlen. Aber erstmal muss hier ein konkreter Plan her, ja, der nur im Kopf stattfindet, für den du wirklich einstehst und den auch beibehältst. Also nicht so hin und her wankelnd. Würde für mich auch in Geschichten kommen, wenn ihr vielleicht noch nicht blockiert seid oder jemand nicht blockiert habt. Hört auf mit diesem Hinterherschreiben, ja. Ich nehme mir das jetzt gerade raus, wirklich knallhart zu sagen, aber es nervt, ja. Und das wird euch wehtun, aber ihr braucht nur mal die Situation umswitchen. Wenn ihr jemanden momentan nicht an eurer Seite haben wollt, könnt oder geheim halten müsst, ja, da ist ja alles bei Liebe. Es würde euch nerven, wenn ihr in dem Moment mit diesem Menschen nichts zu tun haben könnt, weil euch irgendwas wehtut. Oder weil ihr genau diesen Prozess macht und nimm mal deinen Feind, ja, nimm einfach mal deinen Feind oder irgendjemand, der was von dir will, du möchtest den aber nicht, weil der Attraktivität fehlt oder. Und jetzt stell dir mal, du wirst jeden Tag bombardiert, ja. Hallo, wie geht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Und dann machst du Mutter Teresa und das wird schon, es ist ja oftmals so, ja, dass man immer so Sätze schreibt wie, ich weiß, dass du das schaffst, ich glaube an dich, ich bin sehr stolz auf dich. Sowas, ja, in dem Moment müsst ihr wirklich aus dem Mutterheilstatus raus. Weil das würde sich für euch auch so ein bisschen komisch anfühlen und ihr würdet denken so, hä, sag mal, ja, ihr würdet dann irgendwann Riegel vorschieben. Das sind auch noch so Gründe, die hier reinkommen könnten, dass ihr da erkennt, eine Mäßigkeit ist unheimlich wichtig, ja, auch hier. Das ist vielleicht auch das Übertriebene, was ihr hier lernen müsst, ja. Das, was ich gerade auch am Beispiel gesagt habe. Wenn es nicht so ist, dann nehmt euch das nicht mit hin, ja. Aber dann nehmt diese Power einfach für dieses Loch, das das momentan überwogen hat, ja. Ihr müsst hier wirklich standhaft sein, die Mäßigkeit mit dieser Standhaft einholen, damit ihr aus diesem Loch kommt, weil nur Loch ist nicht gut für euch. Und dieses Wuchtige wird gleichzeitig auch in die Mäßigkeit kommen, ja?
Ihr werdet hier nicht übertreiben und ihr werdet hier auch nicht untertreiben. Das ist schwer zu verstehen, ich weiß, aber es ist wichtig, dass du hier deine Linie bekommst und in allererster Linie wieder zu dir selbst ein Gefühl bekommst. So, weiter geht's in der Tagesbotschaft. Wir haben hier eine Königin der Schwerter. Ich denke mal, du hast dich viel zu selten gewehrt oder konntest dich oftmals nicht mehr wehren. Das ist jetzt hier eine Art Schlagfertigkeit, die du bewahren solltest, ja? Vielleicht nicht sehr viel immer aussprechen, was dich bedrückt, sondern auch sehr viel im Kopf behalten. Sie könnte, Königin der Schwerter könnte manchmal sehr arrogant und züngelnd wirken und Sachen mitteilen, die man vielleicht nicht hören möchte in dem Moment, ja? Behalt sie oder probiere das wirklich im Kopf anzusammeln, zu behalten und auch Strategie hier hochfahren. Wann ist es überhaupt gerecht, dass du deine Sachen, wo du dir Sorgen machst, demjenigen mitteilst zum Beispiel, ja? Wie viel Wert merkt der andere? Das Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Wenn du jemanden hast, der es nicht mal schätzt, dass du dich Sorgen, dass du dir Sorgen machst um diesen Gegenüber oder dieses Gegenüber. Wenn du dir die Zeit nimmst, von deinem Leben, ja, eine Nachricht zu schreiben oder um ein Gespräch zu bitten und man schlägt das ab und da kommt nichts außer Leere, dann solltest du dir hier wirklich so langsam Gedanken machen, okay, für wen investiere ich meine Zeit? Ja, die kriegst du ja auch nicht mehr wieder. Die gibt dir dein Gegenüber ja nicht wieder. Du verfängst dich einfach in diesem Teufelskreis mit Ansagen, wie das wird schon. Irgendwann versteht das der Mensch. Der Mensch wird schon noch sehen. Der Mensch wird schon noch sehen, ja. Aber du bist in dem Moment auch nicht ein Stück weiter, ja. Weil du hast dann irgendwie auch keinen Erfolg, nur damit du sagen kannst, ich habe es geschafft, ja. Ich habe ja doch die richtige Wahrheit oder die richtige Meinung gehabt. Letzten Endes wird dieser Prozess selten zur Traumbeziehung, Verbindung jeglicher Art, ja. Wir haben hier, dein Selbstwert solltest du hier beachten, dein Selbstwert angucken, dein Selbstwert hier behalten in Sachen von, mach dir wieder die Fülle klar, die du besitzt, ja. Mach dir in diesem Leben, im Hier und Jetzt gerade die Fülle, die du hast in diesem Augenblick, mach sie dir klar, wo könntest du aufstocken, auffüllen und wo kannst du dir wirklich sagen, es könnte schlimmer sein. Ich habe für mich hier erstmal alles, ja? Also sehr viel Präsenz in, was hast du geschaffen, was hast du geschafft, was man vielleicht nicht sehen möchte, ja? Oder was der andere kaputt gesprochen hat, was der andere an dir nicht schön findet. Da musst du rauskommen und sagen, okay, ich habe dich nicht gefragt, ja? Du musst hier mit dir in einem sein und da könntest du verbal auch wieder ausscheren, ja? Dass du wirklich sagst, du pass mal auf, das habe ich mir erbaut, ja? Wenn du es nicht gut findest, tschüss. Wenn du es nicht gut findest, leise sein oder gib gute Argumente dafür. Ich kann sie mir anhören, aber ich werde sie nicht wegen dir ändern, ja? Nur wenn es dir natürlich gefällt. Wichtig ist, mach dir klar, was du jetzt gerade momentan hast und mache so weiter. Die Energie scheint hier wirklich auf dem Hochpunkt zu sein, ja. Also von diesem, dass du ein Mensch bist, der wirklich einiges an Sicherheiten hat, nur wahrscheinlich wieder gefühlsmäßig, ja. Bleib hier weiter, also Prinzessin der Münzen ist für mich, du hast eigentlich alles. Du solltest dir vielleicht wieder klar machen, was du hier besitzt, wie wertvoll du bist mit dem, was du hast, wie wertvoll du bist mit dem, was du vielleicht durch Kinder erschaffen hast, wie wertvoll bist du, wo ist dein Lebensstandard, ja, wo ist dein Stand, wo sind andere vielleicht hängen geblieben, du bist aber vorgelaufen, das sind alles so Sachen, die dir hier zeigen, du darfst Pause machen, ja, also wenn du hier resonierst, hast du hier einen großartigen Lebensstandard aufgebaut, ja, mit dem du zufrieden bist. Der sollte nicht für andere toll sein, sondern mit dem du zufrieden bist. Dein Lebensstandard. Und es braucht hier nicht viel, um dich glücklich zu machen. Das weißt du auch. Aber es ist auch wichtig, dass du in kleinen Schritten einfach dich auch in Übung hältst und deine Energie hier immer wieder so ein bisschen antastest, ja? Dass du eben auch vorwärts kommst. Dass du hier keinen Stillstand lebst, dass du hier vielleicht auch merkst, okay, hier müssen ein paar Regeln irgendwie geändert werden, weil
das ist deins, ja, das ist die komplette untere Kette ist dein Standard. Den hat niemand zu bemängeln, den hat niemand zu benörgeln, egal in welche Richtung der hingeht, das ist deins, ja. Und wer nicht mitlaufen will, erinnert euch immer, den könnt ihr nicht dort reinholen oder zwingen oder zwängen. Lasst euch hier nichts kaputt machen. Wir haben hier die Entscheidung, die daraus fällt. Passt auch ganz gut zur Entscheidung, Königin der Schwerter, ja? Hier, Entscheidung treffen. Dir klar vor Augen machen, wie komme ich aus diesem emotionalen, oftmals emotionalen Loch raus? Wie bin ich da reingekommen? Wie lange hänge ich da schon drin? Auf was warte ich? Kommt das zu mir, wenn ich nichts tue? Nein, weil die Energie ist gestoppt und im Keller. Es passiert nur Wirkung, wenn du was machst, ja? Und für mich bist du hier einfach schon hoch Haus, ja? Also du hast hier wirklich sehr viel Anteile an den Sachen, wo du stolz auf dich sein kannst. Was du schon geleistet hast, überstanden hast, ist ja völlig egal. Aber das ist hier dein Standard, den du hier lernst zu sichern, ja? Auf den du stolz sein kannst. Egal, was andere sagen. Du kannst auf diesen Standard hier stolz sein und du wirst hier entscheiden, wer dir das miesreden darf, wer das nicht teilen möchte, wer das nicht für gut empfindet, ja, das kann dir in diesem Moment in der Tendenz der heutigen Tagesbotschaft wirklich egal sein. Das verteidigst du für dich und du machst hier in kleinen Schritten weiter, weil du für mich hier alles hast, ja, du hast es vielleicht nicht mehr sehen können oder vergessen. Entscheide dich dafür, welchen Weg gehst du lang? Bleibst du im Teufelskreis oder möchtest du rauskommen, ja? Dann ist es nämlich wirklich wichtig, dass du da vorwärts gehst. So, damit das ein bisschen leichter fällt heute, weil ich selber merke, das ist so ein bisschen zu viel verlangt gerade. Ihr wisst ja, ich kann nichts für, ja? Aber jetzt stoppe ich und jetzt kommt zum Auffangen eure Affirmation oder Energien zum Tagesimpuls, ja? Ich muss nicht wissen, was das Beste für mich ist. Deshalb halte ich nicht an Dingen fest, die ich will und schätze, sondern ich vertraue auf das, was mir das Leben schenken wird. Wir gehen weiter. Ich ziehe immer wahllos. Die Kraft der Gefühle im gegenwärtigen Moment nehmen großen Einfluss auf deine Feinfühligkeit. Das ist doch schön. So, passt auf, der Teufelskreis, ja? Ich lese es für alle nochmal vor, die sich gefangen fühlen. Die Kraft der Gefühle im gegenwärtigen Moment nehmen großen Einfluss auf deine Feinfühligkeit. Was spürst du? Was fühlst du? Bist du auch wirklich im Moment? Lege deine Gedanken öfters mal zur Seite, um dein Gespür freizulegen. Das hatten wir ja jetzt von Anfang an, ne? Mit dem rational ist wichtig, um dann fühlen zu dürfen. Lege deine Gedanken öfters mal zur Seite, um dein Gespür freizulegen. Du wirst staunen, was es dir alles zu bieten hat. Also dieses, ich würde es jetzt beschreiben als dieses Gedanken im Umfeld. Ja, es geht hier wirklich in den Botschaften rein und alleine um dich. Probiere aus diesem hier rauszukommen, ja, dass du dich fortentwickelst. Wir haben, Angstzustände durchleben. Na, passt ja auch zum Teufel. Angstzustände. Dann werden wir mal den Titel auch nehmen. Dunkle Schatten, Angstzustände, ja. Ich suche ja immer nach den Begriffen. Aber es sind ja immer Begriffe, die keiner gerne klicken möchte. Angstzustände durchleben. Ich stehe das durch, so wie jedes Mal. Ich atme tief ein. Ich bin geliebt, sicher und beschützt. Das wird bald vorbei sein und dann bin ich wieder fröhlich. Das ist nicht für immer so. Ich bin nicht meine Angst. Paniksituationen können angsteinflößend sein, vor allem wenn du sie regelmäßig erlebst. Versuche nicht, dich mit aller Kraft gegen sie zu wehren. Stattdessen kannst du lernen, innere Ruhe in die Situation zu bringen und diese herausfordernden Emotionen anzunehmen. Sie sind temporär und du darfst sie begrüßen und irgendwann auch wieder verabschieden. Lerne ganz bewusst Techniken, die dir in Panikattacken helfen können.
so könntest du es schaffen, mit der Zeit intuitiv auf eine gesunde Art und Weise auf emotionale Herausforderungen zu reagieren. Es wird sie immer geben. Das Entscheidende ist dein Umgang damit. Und zu guter Letzt, ich bin der ideale Partner und kehre mein Licht nach außen. Wo Dunkelheit herrscht, denkt an den Teufel, erhelle ich mit guten Gedanken den Raum. Hatten wir auch hier drin. Und mit positiven Gefühlen lösen sich alle Schatten auf. Danke, dass das Leben in neuem Licht erstrahlt. Und ich hoffe und ich glaube, ich vermute fast, dass man die Legung hier zweimal gucken muss, um zu verstehen, weil ich mit so vielen doofen Beispielen um die Ecke komme, die mir dann schlagartig einfallen. Vielleicht nochmal genau angucken, das sage ich nicht, diese Klicks zählen dann eh nicht, es zählt immer nur einer pro IP, falls man dahin denken sollte, was ich jetzt nicht glaube, aber ich erkläre es euch einfach nur, dass ihr für euch eure Situation nochmal vornehmt und die ganze Legung nochmal für euch guckt, ja, um das zu verstehen, um genau zu sehen, um welches Thema, um welches Problem ging es hier jetzt eigentlich wirklich, ja. Angst, einsam zu sein, Angst zu versagen, wirklich PTBS-Störungen, Panikattacken, kann ja alles sein. Sie sind nur temporär, nur in Anführungsstrichen, ja. Und wichtig ist, Angstzustände, es ist verdammt hart, ja, Angstzustände anzunehmen, aber umso mehr man den Erfolg sieht, dass man das überstanden hat, umso mehr schiebt ihr diese Information einfach auch nach hinten oder ihr verschiebt diese Angst auch nach hinten. Momentan ist oder sind viele Leute ja immer darauf gewappnet, ja, zu warten, wann passiert das, wann setzt das wieder ein. Ich gehe schon so mit Angst rein, das muss ich ganz, ganz langsam verschieben, könnte auch die Prinzessin der Münzen gewesen sein, die hier langsam versteht mit der Königin der Schwerter. Ich weiß, was ich habe, aber ich werde dagegen ankämpfen und das Positive sehen, mich aus dem Teufel befreien, ja. Ich will nicht mehr im Keller sitzen. Ich will hier nicht mehr abhängig von meinen eigenen Ängsten sein. Das könnte auch alles dafür stehen, ja, und für jede Situation natürlich auch, ihr Lieben. So, ihr kriegt noch einen Liebessprüher hier, damit die schlechte Energie auch gleich wieder weg ist. Schön von Erzengel Michael hier. Und ich bedanke mich bei euch. Wichtigste ist, seid dankbar für eure Gesundheit und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Video würde mich freuen. Danke für die Likes, danke für die akzeptierende Werbung. Ich weiß, sie ist nervend, aber bringt mir ein bisschen ein. Und für die Kommentare, Abo habt ihr in der Hand, ja? Ihr Lieben, tschüssi und macht's gut.